Moin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute mal ein kleiner Vlog von mir. Und zwar zu dem, was jetzt gerade so bei mir so ansteht und was ich gerade plane. Ich habe Urlaub und habe damit mal wieder die Gelegenheit zu filmen oder auch mal ein YouTube-Video zu machen. Und plane ein Video zum Thema Kamerarucksack kaufen. Ich werde kein Review machen, sondern es soll so eine Art Guide werden. Hey, wie finde ich für mich den passenden Rucksack? Und wenn du da eine Frage zu hast, kannst du die hier gerne stellen und dann versuche ich das nochmal so spontan mit aufzunehmen. Ich selbst habe, was das Thema angeht, ja, ich habe da eine Odyssee hinter mir, sagen wir es mal so. Aber ich glaube auch, dass ich kein Einzelschicksal bin, sondern dass einige Menschen vor diesen Problemen stehen, vor denen ich auch stand. Und wenn ich damit vermeiden kann, oder dazu beitragen kann, dass jemand nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Ich glaube, damit ist dann schon was gewonnen. Alleine schon, wenn ich bedenke, was ich da schon für eine Lebenszeit investiert habe. Und das muss ja nicht sein. Also deswegen hoffe ich, dass es dann einigen helfen kann. Dann habe ich einen Neuzugang in meinem kleinen Objektivpark, der wirklich nicht groß ist. Ich versuche mich da immer sehr zu beschränken. Aber ich habe mir jetzt doch eine Linse zugelegt, bei der ich schon eine ähnliche Brennweite habe. Ich habe ja das 5612 und eigentlich versuche ich sowas zu vermeiden, also zweimal eine ähnliche Brennweite zu haben. Aber dieses 50 mm F2, das hat mich doch gereizt. Und ich habe es in der letzten Zeit schon vermisst, diese Brennweite unterwegs dabei zu haben. Vor allem, wenn ich in der Streetfotografie unterwegs bin. Denn so ein 5612, das nehme ich nicht mit, wenn ich Streetfotografie mache. Dafür ist es mir zu behäbig und auch zu langsam. Und deshalb habe ich mir das jetzt gegönnt. Und es macht jetzt hier zum Beispiel auch an der XE4, die ich bei diesen Tätigkeiten auch ganz gerne dabei habe, eine gute Figur, wie ich finde. Es ist schön austariert und ich freue mich schon richtig, damit zu arbeiten. Der Jochen, aka Jay Shooter, hat es ja mal ganz liebevoll als hässliches Stiefkind betitelt, weil es im Vergleich zum 35 und zum 23 mm so ein kleines Schattendasein führt, allerdings total unberechtigt. Und ja, ich freue mich, damit zu arbeiten und werde dann vielleicht auch mal hier an dieser Stelle das eine oder andere zeigen. Dieses Objektiv habe ich gebraucht gekauft und habe dafür 300 € bezahlt. Und das ist ungefähr genauso viel, wie ich für eine X, nee, wie heißen die? CF-Expresskarte. Oh mein Gott, sag das mal dreimal schnell hintereinander. CF-Expresskarte kostet ungefähr genauso viel. Wenn sie so eine Größe hat von ungefähr 500 Gigabyte. Und jetzt denkt man sich, oh mein Gott, warum brauche ich so eine große Speicherkarte? Ich glaube, wenn man eine neue XH2 hat, da ist man, glaube ich, ganz dankbar dafür, wenn man so eine Größe hat. Aber da sieht man, was das nochmal so an Folgekosten mit sich bringt, wenn man sich ein neues Kameramodell zulegt. Man braucht neue Akkus, man braucht eventuell einen Batteriegriff, man braucht eventuell einen Lüfter, man braucht neue Karten. Und da kommt dann doch ganz gut ein anständiger Preis zusammen. Und das sind unter anderem Gründe dafür, warum jetzt die XH2 oder auch die XH2S für mich nicht interessant ist und ich mir die nicht zulegen werde. Ist mir schlicht und ergreifend einfach zu viel Geld. Abgesehen davon toucht sie mich auch nicht, also beide Modelle. Wenn ich die in die Hand nehme, habe ich nicht das Gefühl, oh, die muss ich sofort kaufen. Was daran liegt, dass die von der Ergonomie her nicht zu mir, also zu mir nicht so gut passen, wie jetzt zum Beispiel eine XT3 und eine XT4. Ich möchte da jetzt nicht die XH2 und die XH2S bashen oder so, ne? Das sind bestimmt tolle Kameras, super Hybridkameras mit sehr schicken Features, die eine Menge unter der Haube haben und mit Sicherheit Arbeitstiere sind, aber für meine Art der Fotografie brauche ich sie nicht. Ich komme bisher da ganz gut ohne aus und deshalb ist es für mich jetzt nicht unbedingt eine Option. Ich warte weiterhin auf die XT5 und bin gespannt, was dabei herauskommt. Ich plane
Außerdem jetzt während meiner Urlaubszeit ein Trip nach London, auf den ich mich schon sehr freue. Ich war schon sehr lange nicht mehr in der Stadt. Und ich glaube, das letzte Mal, ich glaube, ich hatte noch eine 19 vorne. Also es muss 1999 gewesen sein oder so, dass ich da war. Also deshalb freue ich mich sehr darauf, mal wieder dort zu sein. Und werde auch versuchen, das eine oder andere schöne Bild einzufangen. Wer hat mir allerdings auch vorgenommen, möglichst wenig Equipment mitzunehmen. Alleine schon, um meinen Rücken zu schonen. Und werde wohl die XT3 mitnehmen. Die XE4 lasse ich hier zu Hause, weil sie mir am vielseitigsten ist. Und ich habe die XE4 noch nicht so lange. Und also seit 3, 4 Monaten oder so. Und ich merke noch beim Fotografieren, auch weil die XE4 natürlich eine sehr viel. Also sie ist eine reduziertere Kamera, ne? Also, und das merkt man schon bei der Handhabung. Und ich habe bei der XT3 eher das Gefühl, dass es mein verlängerter Arm und mein verlängertes Auge ist als bei der. Und dann nehme ich in so einer Situation lieber das Bewährte mit dem ich gut arbeiten kann. Und die macht ja auch einen guten Job. Dann dazu das 16 bis 80. Das ist so mein Standard-Reiseobjektiv, mit dem ich eigentlich immer fast alles abdecken kann und das auch häufig mein einziges Objektiv ist. Jetzt in diesem urbanen Raum bin ich schon am Überlegen, noch eine Festbrennweite mitzunehmen. Und da schwanke ich im Moment noch welches, weil ich möchte eigentlich nur eins mitnehmen. Weil zwei ist mir eigentlich, dann hätte ich drei Objektive dabei, das ist mir eigentlich schon zu viel. Und ich schwanke zwischen dem 23 mm 1,4, also den neuen, das filmt mich auch gerade, dem 35 mm und den 50 mm, was ich mir gerade geholt habe. Meine alle Brennweiten habe ich auch abgedeckt in dem 16 bis 80, plus da halt mit einer maximalen Offenblende von 4,0. Wenn es mir um die Offenblende geht, müsste ich eigentlich das 23 mm mitnehmen. Aber wie gesagt, ich bin da noch mit mir am Ringen und wer da gerne seinen Kommentar zu abgeben möchte, was er gerne mitnehmen würde in meiner Situation, feel free. So, das ist das, was gerade bei mir so ansteht. Außerdem diese Woche noch, heute ist Mittwoch, morgen startet die Fotopia in Hamburg, da werde ich mal vorbeischauen. Ich war schon ewig nicht mehr auf einer Fotomesse. Bin gespannt, was mich da so erwartet und vielleicht wäre das ja auch ein kleines Event für dich. Und ja, bin halt gerade mitten in den Reisevorbereitungen. Ja, schön, dass du da warst. Übrigens, nochmal an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen Klicks, die das Video hatte, das ich Anfang des Jahres rausgebracht habe. Der Vergleich zweier Objektive. War eher ein technikaffines Video und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so häufig angeklickt wird. Ich glaube, wir werden im Laufe dieser Woche die Zehntausender-Marke knacken. Und auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für den ganzen Daumen nach oben und die netten Kommentare, die dann schon feststellen, dass halt in so einem Video durchaus Arbeit steckt. Das tut's nämlich. Und ja, hat mich total gefreut. Meine anderen Videos, die gerade online sind, die spiegeln so ein bisschen die Klickraten ein bisschen, ja, ich sage es mal realistischer wieder, weil ich auch eigentlich gar nicht so sehr den technischen Content mache. Okay, ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, je nachdem, wie lange mein nächstes Video dauert, noch einen schönen Herbst und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.